So, hey, willkommen zu einer neuen Let's Play-Folge mit den Glees. Wir sind hier fix und alle hier mit Lea in der Stadt in San Myshuno. Wir haben letztes Mal die Pyjama-Party fertig gemacht und wir waren auf der Suche nach Erdbeeren in mehreren Welten. So muss man es sagen hier, ne? Du Arme. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Ihr drückt den Daumen nach oben und dann geht's auch schon los. Danke euch. So, wir reisen nach Hause, telefonieren hier zurück nach Hause. Das machen wir doch. Wir gucken mal nach den Jungs hier zu Hause, wa? Und hoffen mal, dass du jetzt ein Baby bekommst. Wir haben schon 3 Erdbeeren, glaube ich, verschlungen. Nee, sogar schon 4. Nee, 3 haben wir, ne? Genau, 2 haben wir noch. 5 haben wir gekauft. Die wollten 44 pro Stück haben. Ja, Justin Goldstone war hier Gemüsestandverkäufer. Ich feiere es ja immer noch. Schön, dass ihr heute wieder reinschaut. Ich freue mich echt auf die Family. Und wir gucken mal, wann das Baby kommt hier. Mhm. Das wird so eine Sache, weil die Lea, die ist ja im 2. Trimester und das 3. ist schon in 2 Stunden. Das heißt, hier lang dauert es nicht mehr und hier regnet schon wieder ein Stürmen. Du gehst jetzt erstmal duschen, würde ich sagen. Und dann gehst du mal vorsichtig duschen. Mach besser schnell. Nee, mach mal hier, kannst du mal baden hier mit Lavendel. Oder, oh, da ist ja alles hier. Muskelentspannungssud. Oh, das hört sich ja mal gut an hier, oder? Ist das gut, wenn man schwanger ist? Ich glaub mal. So, Jungs, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon Hausaufgaben gemacht? Wir haben letztes Mal auch die Freundschaftsbändchen ausgetauscht. Das fand ich schon mal so toll. So süßes Detail. Vor allem, dass die das auch tragen, ne? So. Komm, hast du mal draußen hier im... Bist du gerade über die Bank gestiegen? Das haben wir auch noch nicht gesehen. Lea ist momentan zimperlich und hat nicht die Nerven für eklige Dinge oder gruseliges Getier. Veränderung annehmen. Ja, okay. Ausnahmsweise. Ist das jetzt wegen dem grünen Gesicht, oder? Persönlichkeit erforscht. Lea ist zimperlich hier. Na ja. Uiuiui. Die Dusche sieht aber auch schmutzig aus hier. So. Bäh, ist das ekelhaft hier, das Bad. Du Arme. Oh je. Und du? Du bist schon wieder am Pennen hier in deinem Dino-Bett. Komm, mach mal hier Hausaufgaben. Hier mit links. Mit links machen wir Hausaufgaben. Hier, ich wollte das hier aufhängen, aber... Na, dann machen wir es halt darüber. Okay. Mach mal Hausaufgaben. Come on, das ist schon gut. Aus Fehlern lernen. Hausaufgaben fertig, Jonas. Du bist schon wieder hier. No way. Oh, jetzt bin ich nass und glücklich. Okay, dann machst du das jetzt mal hier. Ich komme auch raus. Wieso macht ihr das draußen? Wieso macht ihr das draußen hier im... Nein. Ihr seid auch voll... Hier. Haben wir noch ein Tablet hier? Ein Kindertablet hier? Da können wir mal verkaufen. 400 Simoleons. Hallo? Wollt ihr nicht hergeben? Kann man das auch verkaufen? 100, das Schulprojekt. Oh, was ist hier los? So, sehr energiegeladen. Stärkungsbad. Ich esse die Pizza vom Ding-Party. Stimmt, die hat noch keiner angepackt hier, ne? 1 Stunde bis verdorben. Nee, da kriegst du mal ins Inventar hier. Da kannst du mal die Pizza mampfen. Mal Pizza mampfen hier. Du bist schon wieder fertig mit Hausaufgaben. Das glaube ich aber kaum, ja. Kannst mal die Pizza hier uns allen hier bereitstellen, bitte. Oh, da müssen wir auch noch essen da, ne? Aber Lea, iss mal erst die Pizza, weil die läuft vorher ab. 1 Stunde hier. Ruf mal alle zum Essen, komm. Ich räume mal auf derweil, du. Hier sieht's wieder aus wie die Sau bei euch. Wie die Sau hier alles. Mann, hier. Da ist hier wieder, müssen wir da die Teller verkaufen. Genau, geht alle raus bei dem Wetter hier. Marvin ist bei der Arbeit hier noch, ne? Du kannst mal... Nee, du bist schon, glaube ich, ganz gut hier, ne? Lea kennt schon. Du bist, glaube ich, schon ganz gut hier. Du brauchst du noch Logik, ne? Was kann in Elternzeit gehen jetzt? Habe ich das gerade richtig gelesen? Ah, das ist aber gut. Sollen wir Elternzeit machen? Kannst hier mal spielen, dann, wenn du zurückkommst. Ja. Oh, Lea, du bist eine
Boah, da ist er hier. Kannst du da noch hoch, du? Mensch, Mensch, Mensch. Regierungsverrat. What? Beim Durchsuchen der Agenturdatenbank entdeckt Marvin, dass die Regierung hochrangige Beamte verbündeter Nationen ausspioniert. Als Marvin bei der Agentur angefangen hat, musste er versprechen, keine Informationen preiszugeben. Oh Gott, wird der Whistleblower? Da befindet er sich nun in einem Gewissenskonflikt. Soll Marvin als Whistleblower tatsächlich agieren und die Dokumente der Presse übergeben oder soll er die Füße stillhalten und seine Erkenntnisse ignorieren? Gesetzeswidrige Aktivität öffentlich machen. Erntet Ruhm und Ruf. Marvin wird gefeuert. Oh je, das machen wir aber nicht. Was ist mit Ruhm und Ruf? Ignorieren. Das Leben von Marvin geht unverändert weiter. Eigentlich hätte ich gesagt, der Marvin macht das öffentlich, aber wir ignorieren das mal hier. Boah. Krass. Gut, gekündigt werden wir ja nicht. Vielleicht kriegen wir noch eine Midlife-Crisis. Wollten wir ja auch noch ausprobieren hier, oder? Was, miau, miau, wer hat deine Pizza geklaut hier, wa? Du hast ja noch was zum Fressen hier, oder? Ja, yeah. Ist doch hier. Sehr selbstsicher, die Katze, oder? Wie heißt das? Freier Streuner oder irgendwie sowas. Sag, Marvin, kommst du denn? Ich dachte, du bist gleich fertig da, aber ist er noch gar nicht. Bis 19 Uhr, ah ja, nur eine halbe Stunde, okay. Und du bist jetzt hier im Gewitter, hast du Angst? Ja, ja, hätte ich auch bei mir im Let's Play. Hätte ich auch. Ja, du bist schlafen gegangen. Okay, da ist okay. Hohe Selbstsicherheit hat er jetzt auch. Das ist doch schon mal gut. Hier beide hohe Selbstsicherheit. Sehr gut. Ja, mit den Zähnchen hat leider nicht geklappt hier, ne? Voll schade, weil die das ja gerade rausgepatcht haben wieder. Das ist aber mal Lea hier. Hochschwanger macht sie hier noch die Badewanne hier sauber. Ist aber hier. Also wirklich. Genau, ich habe letztens gesehen, dass wir hier ja auch eine Heiratsurkunde anfordern können. Das ist doch mal toll. Da gibt es dann auch ein neues Feature mit Zusammenwachsen. Oh, hallo, ich habe gehört, Sie haben jetzt Heiratsurkunden für uns. Ja, hat er bei der Arbeit was mitgehen lassen. Schmutzige Teller. Ja, die kannst du gleich wieder bleiben lassen hier. Selbsterfindung durchlebt. Okay, also du kannst jetzt hier mal... Hier, Heiratsurkunde. Ach, wie schön. Die packen wir doch hier an hier in das Schlafzimmer, oder? Das ist dann wieder schwierig hier in deinem Vorhang, oder was? Mal die Vögel stehen hier ein bisschen rüber hier. Die wollen auch nicht ein bisschen rüber hier. Aber du, so geht's doch hier. Ja, das ist doch schön. In Erinnerungen schwelgen. Ach, wie toll. So, wo ist der Marvin? Oh, was ist denn die hier? Was? Die Öko-Fanatikerin, die Nap-Inspektorin, Ira Datta. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich wohne hier nicht mehr. Red. Oh je, rette die Wale. Wir haben keine Wale, wir haben nur Enten im Teich und die sind nur Deko. Ich guck die gleich mal hier. So, was haben die hier? Haben die hier noch eine Ölheizung oder was? Oh je. Lass die mal machen. Ich sitze jetzt hier, du darfst nicht Schach spielen. Geh mal Bücher lesen, dann kannst du auch Logik lernen. Nee, lass den mal hier, der muss wirklich jetzt, Lea, komm. Der muss jetzt hier mal endlich Logik Level 5 hier. Seit der ersten Folge probieren wir, dass der Logik Level 5 hier bekommt. Eieiei. So, und du gehst jetzt schlafen, würde ich sagen. Ist da noch sehr energiegeladen, aber du gehst jetzt bitte mal schlafen. Schlafen, schlafen, da kommt das Baby schneller. Wer früher schläft, ist später geburtsfähig. So. Ist auch hier wieder, schon wieder schmutzig. Ich dachte, Lea hat die gewaschen erst, geputzt erst. Bitte geht schlafen. Bitte geht schlafen, liebe Kids. Hier, alle mal schlafen. Morgen ist wieder Schule. Hoho, Giuseppe hier. Jetzt haben wir eigentlich noch das Spülmittelzeug da an der Wand hier. Jetzt klingelt es bei mir an der Haustür. Das ist nicht im Spiel, die Klingel. Habt ihr das gehört? Gut gemacht, dieser Haushalt erfüllt alle Bedingungen der aktiven Nachbarschaft in Aktions. Als Dankeschön für dein Engagement werden die Rechnungsbeiträge bei der nächsten Abrechnung gesenkt. Sehr gut, ich weiß ja nicht warum, aber okay. Oh, die hat es vom Blitz erwischt hier. Ja, geil. Die wurde hier geblitzt, Dingst. Ich gehe jetzt zu meinem roten Auto hier. Oh je. Eieiei, Mädchen, was machst du denn? Mädchen, Mädchen. Das ist aber nicht gut. Ich auch noch durch mein Haus hier stopfen. Das macht nichts schmutzig. Den Dreckschuhen hier. Okay. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal. Weg ist sie hier schon. Wir machen da mal ein bisschen schneller, würde ich sagen, Marvin.
crazy, 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 creepy. Sieht man gar nicht, wie weit du bist. Ja, richtig, so sieht man's. Oh. Marvin hat es in letzter Zeit genossen, intellektuellen Tätigkeiten nachzugehen und möchte als begeisterter Bücherwurm durchs Leben kriechen. Also Bücherwurm würde ich jetzt nicht sagen. Aber ist das für Logik auch gut oder ich würde sagen nein. Marvin hat einen Selbstfindungsmoment zur Entwicklung von Persönlichkeitsmerkmalen. Okay. Oh, was schon wieder? Jonas macht eine Phase durch. Er ist ziemlich anhänglich und war ganz nah bei seiner Betreuungsperson. Oh no, diese Phasen. Immer zum Glück nicht die Bärenphase hier. Jonas, wo bist du denn hier? Anhänglich. Kindheitsphase. Diese Sims fühlen sich bei Interaktionen mit ihren Betreuungspersonen am sichersten. Für sie gibt es keinen Grund, mit anderen zu interagieren, wenn man so eine tolle Person in seiner Nähe hat. Zwingt man diese Sims mit anderen zu interagieren, werden sie gestresst. Bei mir ist das immer Mama-Kind hier, oder? Das ist ein Mama-Kind. Das sind immer die Kinder, die nur mit Mama hier. Alles nur mit Mama. So, Jonas, jetzt gehst du Fernsehen gucken bei Nacht. Das Klo ist leider auch kaputt. Haben wir jetzt zwei kaputte Klos, oder was? Tatsächlich. Marvin! Scheiße. Und den Busch haben wir auch verkauft. Das ist aber schlecht. Marvin, du musst die Klos reparieren hier wieder mal. Eieiei. Wie lange brauchst du noch? Hast du fertig? Ja, du bist schon fertig. Komm mal, lass das mal. Du bist schon Level up. Das reicht. Das reicht für die Beförderung. Was guckst du denn jetzt da wieder? Ei. Wie hieß die Welt nochmal? Weiß ich nicht mehr. Eieieiei. Marvin, mach das Klo hier, komm. Das ist wieder abgebrochen. Wieso hast du abgebrochen? Du musst reparieren, bitte. Sehr selbstsicher. Komm, das schaffst du hier noch, bevor du hier abstinkst. Ich stinke. Ja, ich weiß. Gehst du gleich mit deinem Anzug duschen, dann passt das schon. Unser Geheimagent hier. So. Oh, Lea kommt hier rein hier. Oh. Wieso bist du schon wieder so schmutzig? Marvin, Teile plündern. Teile plündern. Und dann geht's unten weiter hier. Eine neue Runde. Die arme Lea ist ja hochschwanger. Dann gehst du ins Bett. So, und das nehme ich mit in den Mülleimer. Zack. Und du? Ist auch auf Klo, ne? Oben ist fertig, aber da ist die Mama drin. Da ist die Mama drin. Papa ist gleich fertig hier. Papa ist gleich fertig. Ich musste nicht auf den Boden pinkeln. Warte doch noch. Warte noch. Papa ist gleich fertig hier. Komm, kannst du mal hier rein. Dann bist du schneller wieder beim Klo. Komm. Wird das auch sauber, wenn man es fertig repariert hat? Kann ich mir gut vorstellen in Sims. So. Verwenden. Nee, würde nicht. Aber danach bitte spülen. Komm. Hopp, schnell. Auf den Topf. Das Spiel vorher auch gut. Jetzt wieder glücklich. Okay, unsere Klos sind tagesgerettet. Lea ist hier noch. Ist hier. Du bist hier fertig mit Baden. Komm, dann kannst du jetzt hier schlafen. Und dann kommt das Baby, oder? Kommt das Baby schon? Du gehst bitte auch schlafen. Ab ins Bett. Und Matteo, du kannst morgen früh auch nochmal pieseln. Sehr gut, so muss das doch sein. Boah, meine Sims hier wieder, ne? Meine Sims hier. Wie lange geht denn das Gewitter jetzt noch? Jetzt haben wir schon zwei Folgen hier wieder Gewitter. Hier ist immer voll der Sturm. Mann, Mann, Mann. Rudi ist schon wieder weggelaufen. Oh no. Er kommt vielleicht von selbst wieder nach Hause. Oh, hoffentlich. So eine Streunerkatze, dachte ich. Ich dachte, das macht nichts aus. Ich dachte immer, das macht nichts aus. Wo ist denn das hier? Wo ist denn das hier, Rudi? Herumtreiber, Freigeist, guck mal an. Du bist doch ein Freigeist. Alright. So. Theo schläft noch. Sehr gut. Wir können auch hier mal ein bisschen noch... Komm, dann machen wir das jetzt nochmal. Ich wollte ja das Rot eigentlich ein bisschen behalten, aber dadurch, dass wir jetzt hier so schöne Kuhpflanzen-Dinger hier haben, würde ich das mal hier in grün machen. Würde ich das jetzt hier mal so dunkelgrün machen. Das finde ich nämlich jetzt sehr passender. Wir tapezieren mal einfach kurz. Und dann können wir auch die Lampe, vielleicht gibt es die auch in grün. Guck mal, gibt es auch in grün hier. Sehr gut. Und das Bett, das... Guck mal, kann man die Bettwäsche wechseln, während die man schläft. Aber da passt nichts hier wirklich. Dann lassen wir die das Dino-Ding. Und hier, guck mal, hier gibt es auch grün. Ich glaube, ganz am Anfang war es auch grün, oder? Und ja, das können wir, ist egal. Gibt es
Ist das auch in grün? Dann machen wir hier auch nochmal. Hier Katzengrün, hier ein frisches Grün, hier auch nochmal grün. Ja, es wäre alles grün hier heute wieder. Sehr gut. Das sieht da schon mal nämlich mehr aus einem Guss aus. Finde ich gut. Ist auch noch ein bisschen rot. Da gibt es auch noch was, oder? Jetzt haben wir hier das Grün hier. Alles grün hier in dem Zimmer. Ja, ist der Grün hier. Vielen lieben Dank. Daumen nach oben. Okay. Alright. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Euch geht's gut, oder? Kommen wir mal hier. Jetzt hat's aufgehört zu regnen. Sehr gut. Beziehungsweise zu gewittern. Jetzt auch zu regnen. Sehr schön. Da kommt wieder Ruhe hier rein. Und du musst pieseln, ne? Komm ab aufs Klo mit dir. Zack, zack. Zack, zack. Können Kinder auch schon aufwischen? Ja, das geht. Ne? Sehr schön. Kinder schon staubsaugen? Ne, das können die nicht. Dann kannst du mal die Reste hier nehmen. Oh, das stinkt schon wieder alles. Verdorbenes Essen aussortieren. Guck mal, was es hier noch gibt. Verdorben, Tomaten. Verdorben? Ne, das ist noch nicht verdorben. Da kannst du doch ein Stück daneben vom Kuchen hier. Mach das mal. Marvin, was machst du denn schon wieder hier so stinkig? Was ist mit dir los? Schmutzig und was weiß ich hier alles. Schon wieder das Klo verschissen. Mensch, Marvin. Was machst du denn? Du bist wirklich ein Dreckspatz. Echt ein Dreckspatz. Wieso seid ihr so dreckig, wenn ihr aus dem Bett kommt? Eieiei. Ja, ich mach mal hier ein bisschen Flordicarolli. Wir hoffen mal, dass Lea da, schwanger drittes Trimester hier. Eieiei. Muss auch schon wieder kotzen gleich. Entbindung in Fragezeichen. Ich will heute das Baby noch kriegen. Ich bin jetzt aber gespannt hier. Was kommt? Snurps hier. Alles wieder stinkig hier. Mann. Mann, Mann. Ich muss noch pieseln. Komm, wir machen mal körperliche Nähe hier. Gibt's da irgendwie Zuwendung? Du kannst mal, oder flirten. Du bist ja hier sehr traurig. Das ist, deswegen geht das wahrscheinlich nicht, oder? Wo ist denn das mit Baby hier fühlen da? Da ist doch schön. Also hier Baby fühlen zu dürfen. Ja, das machen wir mal. Zeig mir mal das Baby hier. Komm, zeig mal das Baby. Willst du mal hier rumtatscheln? Oh, Jumbo hier. Jumbo-Bauch. Oh, ich muss pieseln. Ja, geh doch. Verwenden, spülen, putzen. Marvin, was gibt's bei dir? Du schnappst dir den Kuchen hier. Pizza und Käse hier verdorben. Oh je. So viel Müll, wie wir haben. Das ist die. Zum Glück hat es die Neptusi hier nicht gesehen bei uns. Oh, irgendwas stinkt hier. Ja, das ist von der Party noch. Ihr habt nicht aufgeräumt, Leute, ja? Ihr habt nicht aufgeräumt. Irgendwie räumt keiner auf von euch immer. Zum Glück haben wir jetzt so einen Geldschlucker hier. Also einen Müllschlucker mit Geld. Oh, Marvin. Aber jetzt bist du doch voll gut hier, guck mal. Dann machst du jetzt mal die Bewohneranzeige da aufgeben. Nee, wie heißt das? Dieses Tiersuchungsding hier. Wie heißt das denn? In Elternzeit gehen wir nicht, weil wir werden ja gleich befördert, hoffe ich mal. Instagram, Suchmeldung posten, genau. Haha, die Katze ist weg, die hat mich immer gestört. Lalala. Oh. Irgendwas stinkt hier, stiefelig. Nee, das ist hier der Teller immer noch. Das müsste helfen, sehr gut. Und ihr zwei, ihr habt auch nichts miteinander hier über Interessen reden. Ja, was hast du denn für Interessen, Jungschen? Hihi, ich weiß auch noch nicht. Geheimnis ausplaudern. Ich trinke übrigens Kaffee morgens, ja? Okay. Ich esse Bananenschalen. Was? Wirklich? Ja, wirklich. Ups. Geil. Wegen vermissten Tier trösten hier. Über Ängste reden, ne? Auch schön. Wir haben Mülleimerproblem. So, brauchst du dich nicht hier traurig sein. Ich bin gar nicht traurig. Oh. Oh nein, er ist gewachsen. Die werden ja so schnell groß. Sie werden ja so schnell groß immer. Diese Bugs. Scheiße. Kriegt er mal einen Schreck.
Das reißt dann halt auch immer so aus der Simulation. Das ist eigentlich das Blöde an diesen Bugs, ne? So, was ist hier los? Hier gibt's noch Futter, liebe Hühnchens. Hier gibt's noch Futter. Komm, ich pack's euch rein hier. Jemand hat das draußen verstreut. I'm so sorry. Marvin, du kannst hier mal säubern, Eier einsammeln und nochmal Futter verstreuen, bitte. Lia, wie geht's dir? Oh. Jabba-duba, du brauchst das zu mampfen, Mama, ne? Komm, wir können mal hier verdorbenes Essen aussortieren und dann kochen wir mal ein Fest mal. Oder Reste, nee, Mama, Reste hier. Reste mampfen hier. Ist eh Heißhunger, das ist alles geil. Oh Marvin, und der ist auch noch kaputt hier schon wieder. Vitaldünger hat er gefunden im Stall. Oh Lia, wow, du reißt mal auf hier. Was ist das jetzt hier? Was hier war, was hier war, hier? Wieso war das die Kamera hier hin? Wieso ist die Kamera hier hingeflogen von allein? Weiß es nicht. Was machst du hier bei uns im Garten? Jonas ist zur Schule. Okay. Die Jungs sind aus dem Haus. Matteo ist auch zur Schule. Lia, du musst nochmal Erdbeerchen essen hier. Wir hoffen mal, dass das hier was bringt. Komm, Erdbeeren. Erdbeeren essen. Gibt's auch noch dazu. Hamburger. Hier ist er auch gemacht. Den lecker schmeckt. Das ist für Marvin der Burger, oder? Ja, ein bisschen Hunger hier. Erst die Arbeit und dort mampfen. Ist der denn da Käse oder was ist das? Was ist das denn? Jetzt ist weg. Oh, dieser Mülleimer, Mami, fertig. Komm, isst dein Erdbeerchen hier. Hast du das schon gemampft? Hier, komm, essen. Komm, isst die Erdbeeren hier. Auf ein Mädchen. Jetzt haben wir auch noch Popmusik hören. Haben wir überhaupt die Musik? Hier haben wir das, ne? Zuhören. Zu, Pop. Ist Pop auch wirklich Mädchen? Ich hoffe es. Ich bin mir nicht mehr sicher. Pop. Oder ist das ein Gerücht? Man weiß es nicht. Man ist abergläubisch und hört einfach zu. Chibubcha, wird's ein Mädchen werden. Lulululululu. Misha Shuba Shubi Diba. So ein schönes Gitarren-Solo. Und so Trommeln, die es gar nicht gibt im Spiel. So. Aha. Komm zum Fressen, liebe Tierchen. Wir haben euch auch noch hier im Blick. Oh, da ist ein Vögelchen gelandet hier. Oh, wie süß. Oh, ist das knuffig. Oh, weg ist es hier geflogen. Eieieiei, Marvin ist schon wieder wütend. Blindwütig wegen unberechenbarer Kontrollverlust. Eieiei. Kannst mal aufräumen. Kannst du dann mal staubsaugen oben? Oben sieht es nämlich aus wie die Sau wieder. Perfekt staubsaugen hier. Das ist gut für die Wut hier zum Abreagieren. War ja gerade hier auch markiert. Lia, also ich glaube, das Baby wird nur nichts mit dir hier, ne? Kommt nichts raus hier heute mehr, oder? Dann verschieben wir das aufs nächste Mal. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit den Glees. Oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Ganz viel Spaß, wenn ihr mögt. Bis denn. Tschüss.